Spiritualität zum Anfassen, was das Armband Perlen des Glaubens mit Weihnachten zu tun hat und Liedermacher auf Tour. Clemens Bittlinger gibt Konzert in den Höhen des Frankenwalds. Zu unserer Weihnachtssendung begrüße ich Sie mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum Evangelischen Magazin bei TVO. Manche nennen es Rosenkranz für evangelische Christen. Mittlerweile sind aber die Perlen des Glaubens über die Konfessionen hinweg zu einem meditativen Lebens- und Glaubensarmband geworden. Das Band mit den 18 Perlen hat den christlichen Liedermacher Clemens Bittlinger sogar zu einem ganzen Konzertprogramm inspiriert. Die Jubilatekirche im Weiler Grund bei Nordhalben. Ein kleiner Ort für ein großes Konzert. Dass der christliche Liedermacher Clemens Bittlinger aus dem Odenwald seinen Weg hierher gefunden hat, ist einem Ehrenamtlichen zu verdanken. Es ist meine Heimatgemeinde, meine Heimatkirchengemeinde. Und für mich ist es einfach, ich sag, diese Kirche hier ist jetzt 92 Jahre alt. Also, und ich glaube, die hat so ein großes Konzert noch nie gesehen, also, und das ist einfach auch schön. Vor 2 Jahren hat er auf eigenes Risiko den Vertrag für das Konzert unterschrieben. Damit hat Heiko Stumpf das Programm Perlen des Glaubens in den Frankenwald geholt. Ich habe vor etlichen Jahren einen Abend erlebt mit den Perlen des Glaubens auf der schönen Insel Korsika. Das ist etwa 12 Jahre her und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich finde, dass wir Protestanten ja mit dem reformatorischen Schlachtruf Sola Scriptura, allein das Wort, etwas so ähnliches wie haptische Krüppel geworden sind, was unseren Glauben angeht. Und ich dachte, das ist mal so eine tolle Idee, Glauben zum Anfassen, auch das Glaubensbekenntnis mit der Hand zu buchstabieren. Und deswegen hat mich das sehr fasziniert. Und dann habe ich die Perlen durchgezählt und habe festgestellt, es sind 13 inhaltliche Perlen. Das ist eine CD, ein Album, daraus kann man ein Abendprogramm machen und so ist die Idee entstanden. Das Konzertprogramm hangelt sich an den einzelnen Perlen entlang und macht sie zu Musik. Diese Perle, uns dabei, dieses Leben zu entdecken. Diese Perle helfen uns dabei, unseren Glauben neu zu wecken. Perlen des Glaubens. Der Liedermacher hat auch selbst eine Lieblingsperle. Dunkelblaue Perle der Gelassenheit, die braucht man sehr oft, vor allem auch, wenn man in kirchlichen Ausschüssen und Gremien sitzen muss oder wenn man viel unterwegs ist auf der Straße. Wir fahren jedes Jahr 60.000 Kilometer bundesweit und da ist die Gelassenheit eine sicher sehr schöne Tugend und diese dunkelblaue Perle erinnert mich daran. Ich bin ganz gelassen, denn du lässt mich sein, muss mich nicht verbiegen, fühl mich nicht mehr klein. Ich darf mich entfalten wie ein Schmetterling, land dich sanft in deiner Hand. Perlen des Glaubens, die Idee kommt von einem Bischof aus Schweden. Er sah wohlgemerkt griechische Männer in einem Café mit ihren Perlenbändern spielen. Für den Geistlichen ein willkommener Anlass, ein protestantisches Defizit auszugleichen. In allen Religionen gibt es eine Gebetskette. In der katholischen Kirche den Rosenkranz, die Buddhisten haben ihre Mala, die Moslems ihre Mihaba. Nur wir Protestanten, wir armen Schweinchen, haben nichts zum Anfassen. Und dadurch kam er eben auf die Idee, dass er gesagt hat, ja, was sind die Schätze meines Glaubens? Also er hat im Grunde aufgrund eines Männerperlenbandes, weil die Frauen spielen nicht mit diesen Perlenbändern. Wir haben mal eine Reiseführerin gefragt, warum denn nur die Männer den ganzen Tag mit den Perlenbändern spielen. Hat sie gesagt, die Frauen haben zu tun. Also so einfach ist die Erklärung manchmal. Ich beobachte allerdings, dass die meisten Männer die Perlen des Glaubens eher in der Hosentasche tragen, also weniger als Schmuck. Der Liedermacher hat auch schon persönlich viele Erfahrungen mit dem Glaubensband gesammelt. Zu unterschiedlichen Zeiten haben die Perlen eine unterschiedliche Bedeutung für einen selber. Und schön finde ich, dass auch die Dunkelheit und auch die Perle der Wüste eine Perle ist. Also zu sagen, oft in deinem Glaubensweg, in deinem Weg als Christ, sind auch Wüstenzeiten und Zeiten der Dunkelheit ganz wichtige Zeiten und gehören deshalb auch zum Perlenband. Das Konzert in Nordhalben ist mit bis zum letzten Platz gefüllter Kirche ein voller Erfolg. Damit ist Grund der kleinste Ort, an dem Clemens Bittlinger je aufgetreten ist. Der Organisator voll zufrieden.
dass so viele Jugendliche gekommen sind, das ist für mich eigentlich auch das Schönste, weil die in meinem Leben eine sehr große Rolle spielen. Ich mache sehr viel Jugendarbeit in der evangelischen Jugend im Dekanat Kronach-Ludwigstadt. Und es ist für mich ein bisschen, ja, neben der normalen Arbeit, ein bisschen Ausgleich. Wenn Sie selbst ein Konzert von Clemens Bittlinger besuchen oder organisieren möchten, finden Sie alle nötigen Infos dazu im Internet. Um mehr über die Geheimnisse hinter den Perlen des Glaubens zu erfahren, haben wir heute die Religionspädagogin Karin Spangler zu Gast im Studio. Frau Spangler, Sie sind selbst eine Multiplikatorin der Perlen des Glaubens. Sie halten Seminare, bei denen Sie Interessierten verschiedene Zugänge zu dem Armband eröffnen. Wie sind Sie selbst denn auf die Perlen des Glaubens gestoßen? Vor circa 15 Jahren habe ich mir das erste Band gekauft. Es ruhte dann in der Schublade, wie bei vielen anderen auch. Und als ich auf anfassbare Ideen für einen Religionsunterricht, als ich da auf der Suche war, sind mir die Perlen wieder in die Hand gekommen. Und ich habe mir zunächst über Literatur den Zugang selber verschafft, um dann später auch mich zu qualifizieren als Multiplikatorin in der Nordkirche. Da habe ich viele Zugänge noch vertiefen können und vor allen Dingen mit den anderen auch austauschen und mich bereichert. Woher stammt denn die Idee dieses Armbands? Die Idee stammt von einem schwedischen Bischof mit dem schönen Namen Lönnebo, der im Ruhestand eigentlich ein Glaubensbuch schreiben wollte, hat dann aber in Griechenland, als er unterwegs war, dort entdeckt, dass viele Menschen mit Perlenbändern umgehen, beschlossen, nein, ich mache was zum Anfassen und hat dieses Perlenband entworfen mit 18 Perlen zu Hause mal gefertigt und es ist seit über 20 Jahren jetzt im Gebrauch. Die Perlen kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise interpretieren, oder? Ja, also man kann dem Leben Jesu nachgehen, wenn man möchte. Oder auch den eigenen Lebensthemen. Und das ist das Entscheidende. Also beides verknüpft sich da sehr schön. Glaube und Leben ist verbunden. Welche Aussage hinter den Perlen ist Ihnen am wichtigsten? Genau gegenüber der Gottesperle liegen die Perlen der Liebe. Das sind wie Zwillinge, Barmherzigkeit, Erotik, alle Spielarten. Und man kann die, wenn man eine kleine Variante hat, mit der Gottesperle verknüpfen und sich natürlich an die biblische Aussage, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sehr schön anschaulich machen. Und das Nächste ist noch, dass kein Thema herausfällt aus dem Leben, weder das Dunkle, noch die Geheimnisse, noch die Wüstenzeiten. Alles hat seinen Platz und ist mit der Gottesperle verbunden, Anfang und Ende. Läuft immer bei der Gottesperle zusammen. Wie werden die Perlen nun zu einem Handwerkszeug des Glaubens? Wie kann man sie zum Beispiel in der Schule verwenden? In der Schule habe ich den Einstieg mit der Ich-Perle genommen, weil junge Menschen ja auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind. Wir haben mit bestimmten Übungen das Ich positiv gefüllt durch Botschaften von anderen aus der Gruppe. Und dann lag es ganz nahe, dass sie sich selber als kostbare Perle auch fühlen konnten. Und da war sozusagen die erste Anknüpfungsmöglichkeit für Schüler und Schülerinnen zu den Perlen. Und man kann dann natürlich längerfristig immer wieder eine Perle einspielen, sie in verschiedenen Varianten da haben, ausgeschnitten in dieser Art oder auch tatsächlich als Perlenband. Gibt es auch sowas wie eine Weihnachtsperle? Ja, die ist ganz unspektakulär. Das ist die kleine Perle in der Nähe von der goldenen Gottesperle. Die steht sowohl für das Ich als auch für die Geburt Jesu. Jesus als wahrer Mensch geboren. Und der biblische Befund ist ja auch eher von der Geburtsgeschichte her sehr bescheiden erzählt. Und deswegen finde ich das sehr stimmig. Und wichtig ist natürlich schon die Nähe zur goldenen Gottesperle. Frau Spangler, dann schon mal vielen Dank für die Einblicke. Liebe Zuschauer, auch im Kindergarten der Auferstehungskirche in Bayreuth sind die Perlen des Glaubens schon zum Einsatz gekommen.
was an Weihnachten auf keinen Fall fehlen darf und welche Perle die Kinder mit Weihnachten verbinden, haben wir uns mal angeschaut. Zur Liebe gehören immer zwei. Darum liegen die zwei roten Perlen von den Perlen des Glaubens direkt neben dem Herz. Und dann ist da noch ein Holzesel. Was meint ihr denn? Ja. Ja. Meint ihr, der schafft die Maria? Ja. Die jetzt ein Baby im Den ganzen weiten Weg zur Krippe trägt ein lieber Esel Maria. Sie hat nicht nur Josef an ihrer Seite, als sie hochschwanger nach Bethlehem unterwegs ist. Der Esel kommt bei den Kindern gut an. Und mit den beiden Perlen der Liebe erklärt Leiterin Nina Hauenstein das Wichtigste über Weihnachten. Uns ist es wichtig, dass an Weihnachten vermittelt wird der Wert des Weihnachtsfestes, dass das Fest der Liebe ist. Deswegen haben wir auch die Perlen des Glaubens, also der Liebe, mit einbezogen, um den Kindern zu zeigen, wie wichtig ist Wärme, Nähe, Zuneigung, Zuwendung, um ihnen das einfach auch ein Stück weit näher zu bringen und auch den Kindern zu zeigen, was Herzenswärme ist in der Weihnachtszeit. Ein Licht füreinander, ein Licht für die Welt. Mit der Kerze erzählen sich die Kinder, worauf sie sich an Weihnachten besonders freuen. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf. Der Weihnachtsbaum. Der Adventskranz. Warum? Weil sonst kann man keine Kerze anzünden. Meine ganze Familie. Noch was? Meine Katzen. Auch die vierbeinigen Familienmitglieder werden nicht vergessen. Und das ist längst nicht alles. Bei mir darf nicht meine Mama fehlen. Bei mir darf nicht der Weihnachtsmann fehlen. Bei mir darf nicht der Papa fehlen. Bei mir darf nicht das Christkind fehlen. Die Weihnachtsgeschichte lebt jedes Jahr im evangelischen Kindergarten Saas wieder neu auf. Ob aus der Sicht des Esels oder der Hirten, verschiedene Perspektiven beleuchten die eine frohe Botschaft. Gefeiert wird an Weihnachten das Jesuskind, das kleine Baby als Geschenk der Liebe Gottes an uns. Es ist ja so, dass wir schon in einer Zeit leben, wo einfach oft sehr stark der Egoismus im Vordergrund steht und Leute sehr auf sich bezogen sind und an ihre eigenen Bedürfnisse denken. Und da ist es mir einfach schon nochmal wichtig, den Kindern auch zu zeigen, wie kann man helfen, wie kann man unterstützen. Wir machen jedes Jahr mit unseren Kindern hier eine Flüchtlingsaktion für Flüchtlingskinder, wo Zettel aushängen, wo Eltern auswählen können, einen Zettel mit nach Hause nehmen. Es wird ein Geschenk besorgt mit dem Kind zusammen und hier bei uns in der Kita abgegeben und dann im Flüchtlingsheim in Bayreuth abgegeben. Dass man merkt, Liebe geht auch weiter und es hat auch Wirkung, wenn man sie weitergibt, einfach. Auf den Herzen werden die Kinder selbst kreativ. Sie malen und geben in den Bildern ihre Liebe an andere weiter. Wenn sie mit den Perlen des Glaubens arbeiten, gefällt den Kleinen besonders gut, dass sie nach den verschiedenen Geschichten ein Armband mit nach Hause nehmen dürfen. Die Kinder haben schon für sich auch, weil wir das durchs ganze Jahr oder Jahreskirchenjahr gemacht haben, für sich mitgenommen, was es für verschiedene Zeiten in der Kirche gibt und wie wichtig die auch sind, dass man die lebt und wie die eigentlich sich im Alltag auch widerspiegeln. Und da sind ja auch die Perlen der Stille mit drinnen, also stille Perlen. Und die finde ich zum Beispiel ganz arg wichtig, dass Kinder auch in der heutigen Zeit, in unserer reizüberfluteten Zeit, Stille aushalten und auch Stille erleben dürfen und in der Stille auch ein Stück weit zur Besinnung kommen. Das passt auch gut zu dem reizreduzierten Konzept des Kindergartens. Regeln, Rhythmus, Rituale. Das hilft den Kindern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und so mancher weiß schon genau, was er an Weihnachten besonders genießen wird. Ich freue mich, dass mein Papa mal wieder Zeit hat. Mit Aufmerksamkeit beschenkt werden und selbst Liebe weitergeben. So wird Weihnachten zu einer Bewegung vom kleinen Herz zur großen Welt. Das war's leider schon wieder für heute. Ich freue mich aber auf ein Wiedersehen mit Ihnen bei unserer ersten Sendung im neuen Jahr 2018. Das ist dann am 24. Januar, natürlich hier bei TVU. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Zeit. Ohne Angst und voll Vertrauen, das